Japan war zu Jahresbeginn relativ glimpflich durch die erste Welle der Corona-Pandemie gekommen. Die Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft waren gleichwohl weitreichend. Unter anderem wurde die Austragung der Olympischen Sommerspiele verschoben. Nun fürchten Regierung und Bevölkerung des ostasiatischen Inselstaates eine zweite Corona-Welle. Denn seit Aufhebung des landesweiten Ausnahmezustands im Mai ist die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich gestiegen. Großraum Tokio. 37 Millionen Menschen dicht an dicht. Die Beziehung vieler Tokioter zur Maske noch inniger, seitdem die Zahl der Infektionen auf ein 2-Monats-Hoch geklettert ist, mit mehr als 240 bestätigten Fällen allein am vergangenen Wochenende. Wenn ich das Verhalten anderer Leute sehe, bin ich manchmal so nervös, dass ich am liebsten gleich einen Test machen würde. Als Ansteckungsherd gelten Vergnügungsviertel wie das in Shinjuku. Die meisten Infizierten sind jünger als 30. Sie arbeiten in Bars, Clubs und anderen Etablissements. Hier schrauben die Behörden die Testquote jetzt gezielt nach oben. In Tokio wie in ganz Japan wurde bislang wenig getestet. Erst langsam ziehen die Kapazitäten nach. Wir haben wieder relativ viele positive Tests, fast so wie Anfang April, kurz vor dem Höhepunkt. Aber die medizinische Versorgung ist jetzt besser und das Testsystem auch. Wir sind gut vorbereitet. Weder Japans Premier noch Tokios Gouverneurin wollen zurück zum Ausnahmezustand, auch aus ökonomischen Gründen. Coronavirus-Maßnahmen stehen ganz oben, um die Gesundheit der Bürger Tokios zu schützen. Gleichzeitig will ich mich um das Wachstum kümmern, denn die Stadt ist das Zentrum der japanischen Wirtschaft. Tokios Wähler bestätigten Koike erst gestern mit großer Mehrheit im Amt, auch wegen ihres erfolgreichen Umgangs mit der Krise. Sie hat einen guten Ruf zu verlieren.